Wir schreiben das Jahr 2021. Ein kleiner YouTuber hat sich vorgenommen, den Menschen ein bisschen mehr Freude ins Leben zu bringen. Und das mit bunten Klemperstein. Dieser YouTuber, das bin ich, euer bunte Steine-Fan. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal mit einem neuen Lego-Set. Und ihr seht schon, wieder ein Star Wars Battle Pack. Die 75267 Mandalorian Battle Pack. Ja, wohl das Battle Pack, worauf die meisten gewartet haben, als das angekündigt wurde. Und auch mit eines der besten der letzten Jahre. Ich meine, wir bekommen vier richtig geniale mandalorianische Krieger. Und ein bisschen Schnickschnack, was immer mit dazu ist. Und ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal die Packung aus. Und schauen uns das Ganze an. Bevor ich jetzt weitermache, noch ein paar Daten. Wir haben hier 102 Teile. Originalpreis 14,99 Euro. Ich weiß, ich habe ein paar gekriegt zu einem richtig guten Preis von 9,73 Euro. Da habe ich, glaube ich, fast 10 Packen gekauft zu dem Preis. Das war sehr, sehr gut. So, das, so sieht es drin aus. Alles raus. Verpackung dahinter. Wir haben eine große Tüte. Eine kleinere Tüte. Und natürlich für die Helme die entsprechende zusätzliche Ausrüstung oder Ausstattung, die dazu gebraucht wird. Dann einmal eine kleine Bauanleitung mit 38 Seiten und 11 Abschnitten hier. Und dann nochmal, gucken wir mal nach, genau, 25 Bauabschnitten für das Speederbike. Ich werde das jetzt aufbauen und bin dann mit dem Review gleich wieder für euch da. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne ein Like da lassen, wenn ihr wollt. Und ein Like oder ein Abo. Und ja, bis gleich zum Review von diesem Set. Und es ist vollbracht. Da steht uns das schöne Battle Pack in seiner vollen Pracht und Blüte vor uns. Die vier Figuren natürlich als Hauptmerkmal. Und das bisschen, was noch als Dekoration dazu kommt. Ich würde sagen, wir fangen auch erstmal mit der Dekoration an. Die möchte ich euch zuerst zeigen und dann die Figuren zum Schluss. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber das Beste soll man sich ja zum Schluss aufheben. Da haben wir zum einen hier ein wunderschönes Speederbike, was uns hier mitgeliefert wurde. Es sieht wirklich sehr, 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 sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut, wie es von der Optik her dasteht. Wirklich an alles gedacht worden. Hier ist ein Licht vorne dran und hier hinten ist halt der Abgasstrahl, was man auch in der Zukunft dann benutzt, damit die hier fliegen. Wie gesagt, sehr schön zusammengebaut. Es sind auch sehr schöne Teile. Also dieses Dark Tar sieht wirklich gut aus. Auch hier die Flügel, das ja Fahnen sind, als Flügel gemacht. Das sieht richtig, richtig genial aus. Ansonsten auch zweifarbig gehalten. Hier sieht man Light Bluish Gray, auf der anderen Seite das Light Bluish Gray, hier hat man das Dark Tan, hier hat man das Dark Bluish Gray benutzt, das halt ein bisschen, ja, abgeranzt aussieht, halt ein bisschen älteres Modell ist. Gefällt mir wirklich gut, ist ein schönes Speederbike und auch die Teile, die verwendet wurden, sind sehr schön und die kann man auch brauchen, wenn man diese Battle Packs ausschlachtet, denke ich mal, nur für die Figuren und dann hat man hier paar schöne Slopes hat man hier, auch hier ein paar schöne Slopes und halt ein paar schöne Dark Tan Teile. Also auch zu Ausschlachten her wirklich gut geeignet. Wir haben hier außerdem noch zwei Stud Shooter, die befestigt wurden, hier auf der linken und auf der rechten Seite. Ja, Stud Shooter weiß jeder, wir drücken hier drauf und dann wird losgeschossen. Das Prinzip dürfte jeder kennen, aber ihr wisst, wir mögen es ja nicht so sehr. So, dann als zweites haben wir hier ein kleines Versteck oder eine Position zum Verteidigen, wie wir es ja hier hinten sehen auf der Verpackung. Hier können wir einen Mandalorian hinstellen, hier kann er seine Waffe drauf positionieren und dann kann er die Stellung verteidigen gegen jeden Angreifer, der da kommt. Auch hier wieder schöne Teile, ein paar Slopes verbaut. Also wie gesagt, zum Ausschlachten ist das Set schon mal richtig gut geeignet. Wer Slopes braucht, der findet hier einige in Hülle und Fülle, auch ein paar braune. Es ist einfach sehr schön. Jetzt, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, kommen wir jetzt natürlich zu dem Highlight in diesem Set. Das
Das sind diese wunderschönen vier Figuren, die Mandalorianer. Schaut sie euch an, so sehen sie aus. Die Stud-Shooter halt hier. Ja. Richtige Waffen wären besser gewesen, aber sie sehen wirklich richtig schick aus. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Fangen wir mit ihm hier an. Erstmal gucken wir uns das mal aus der Nähe hier an mit seinem Helm. Sehr schön, dass die Helme zumindest auch unterschiedlich gemacht wurden. Hier mit einer Beschädigung mit dabei. Wirklich auch, dass das zu den Uniformen so abgeglichen wurde, dass von den Farben her auch passt. Das ist sehr schön. Die Drucke sind auch sehr schön hier geworden, dass hier auch wieder die Gürtellinie bedruckt ist und das Bein bis zur Hälfte. Gefällt mir sehr gut und dass halt die Farben von den Ärmeln und dem Bein dann auch zusammenpasst, passen. Er trägt auf der Rückseite hatte er ein schwarzes Cape bekommen. Wir können es ja mal hoch machen und da sehen wir schon die Rückenpanzerung von ihm. Ein bisschen schärfer kriechen. Das ist die Rückenpanzerung des Mandalorianer. Hier, jetzt sehen wir die schön. Bisschen schärfer. Also sehr schöne Bedruckung. Köpfe, ja, war ich überrascht. Die haben alle vier einen schwarzen Kopf bekommen. Ich dachte, das wäre ein Gesicht drauf. Nee, sind alle vier schwarze Köpfe. Also da brauchen wir keine unterschiedlichen Gesichtsausdrücke oder sonst was zu erwarten. Unser zweiter Mandalorianer ist schön in grün gehalten. Mit ein paar blauen, hellblauen Akzenten und natürlich die dunkelblauen Ärmel mit den Beinen. Auch hier wieder ein sehr schöner Druck auf dem Torso. Schön passend zu der ganzen Geschichte, die er trägt. Ist das schön abgeglichen. Hier hat er schon mal keine Bedruckung bekommen. Dafür haben die beiden halt hier so ein schönes Visier, was man runterklappen kann, wo er taktische Informationen reinspiegeln kann in sein Gesichtsfeld. Er hat einen braunen Umhang und auf der Rückseite, die Drucke sind ja relativ gleich, es unterscheiden sich halt nur in der Farbe, hat er halt eine grüne Panzerung bekommen, Rückenpanzerung, die aber auch sehr schick aussieht und auch schon ein bisschen abgeranzt, halt schon ein bisschen was Älteres, nicht das neueste Modell. Da gibt es ein paar Farbabschürfungen, das finde ich sehr gut. Der zweite Mandalorianer, er ist in Braun gehalten. Der Helm hier hat hier oben eine Bezeichnung mitgekriegt, also eine Zeichnung drauf gekriegt. Das gefällt mir sehr gut, welche auch schön dazu passt. Wieder mal die Bedruckung auch hier auf dem Torso. Wie gesagt, ist relativ die gleiche, ist halt nur eine unterschiedliche Farbe, die verwendet wurde. Aber die Beine von ihm hier sind nicht bedruckt worden. Ist ja auch der einzige, der keine Beinbedruckung hat. Er hat auf der Rückseite wieder einen braunen Umhang bekommen und seine Rückenpanzerung sieht auch ja, in diesem Nougat-Braun, ich würde fast sagen, und auch wieder ein bisschen abgeranzt, dass das halt schon eine etwas ältere Rüstung ist. Und zu guter Letzt, unser letzter Mandalorianer, schön in Blau gehalten, richtig, gefällt mir richtig gut. Sehr schön, dass der Helm zu der ganzen Rüstung dann passt. Auch hier mit ein paar lilanen Akzenten mit reingemacht. Sehr schöne Torso-Bedruckung und auch die Beinbedruckung sieht richtig gut aus. Hier sieht man auch seine Panzerung, die er an den Beinen hat. Und auf der Rückseite, er hat hier so ein olivfarbenes Cabby bekommen, Cape. Und mal sehen, ob ich es hochkriege. So, jetzt hat er eine blaue Rückenpanzerung, wo sich auch hier abzeichnet, dass schon etwas älter ist. Aber was auch gut ist, dass das unterschiedlich gemacht wurde mit den Abschürfungen, dass das nicht so einheitlich dann aussieht. Ja, das war's zu diesem Set, soweit zu sagen. Mehr gibt's da nicht. Ich finde es wirklich genial. Ich freue mich, dass es endlich mal ein Battle Pack gibt, was man wirklich als Battle Pack bezeichnen kann, wo man vier Figuren hat von derselben Truppe. Und die sehen einfach genial aus, wenn dann wenn man sich da von einer Armee aufbaut, wenn man mehrere von den Battle Packs gekauft hat. Was haltet ihr davon? Habt ihr es bereits? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Lasst mir ein Like da oder ein Abo, das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Also macht's gut, ciao, ciao, bis dann, euer Bunte Steine-Fan.